Wir können es anmachen, wenn ihr wollt, Chat. Jetzt ist ein gutes Timing vom Ding her. Alright, dann machen wir es mal. Dann stellen wir mal alles ein, wa? Damit Crackspy auch wieder seine Miete zahlen kann, Chat. Wow, ja. Yeah. Miete zahlen, PogChamp. Alright, es müsste alles gehen jetzt. Ich habe 3 Euro auf jeden Fall eingestellt, Freunde. Und ihr könnt hier auf der Website einfach mal gucken. Im Grunde gibt es diese Stimmen. Und ihr müsst einfach nur, es ist halt erklärt, ne? Aber ihr checkt schon. Also ihr müsst einfach als Beispiel Mike Doppelpunkt oder so eingeben. Oder hier Papa Platte, Doppelpunkt, bla bla bla. Und es geht, die Stimme geht so lange, bis das nächste Mal ein Doppelpunkt kommt. Oder halt sowas hier. Zabex Doppelpunkt. Ihr checkt schon. Also wenn ich jetzt machen würde, Lachschaos Doppelpunkt, ich bin ein Hurensohn, dann würde halt Lachschaos Stimme sagen, ich bin ein Hurensohn. Oh, Digga, ich muss wieder seine Attacken nehmen. Jetzt geht der Fiebertraum wieder los. Haha. Oh mein Gott, wir haben jetzt Nova als Stimme, Bro. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht so geil. Ach, das waren noch gute Zeiten, wo die Möse deiner Oma noch nicht so haarig war. Danke, Opa. Geht dann wieder richtig gut los, Alter. Na hoppla, hab mich gerade beim Darmhirsch fotografieren eingeschissen. Grüße. Mann, Junge, diese Wilbo-Stimme, ey. Valve actually messed up my life and I spent all my money for Papa Platte in this game. My wife went back to their parents and the videos got worse. Das checken nur die Leute, die gestern da waren. Aber sehr geil. Oder wann war das? Vorgestern. Bitte in Edgar Tarper Fade-Masche mit Eminem Design, wo Mini-Muetta fickt. Valve actually messed up the gunplay. Egal was passiert, egal du stirbst, geh wieder mit erhobenem Kopf in den Kampf und gehe als Sieger aus dem Ring. In dir steckt ein wahrer Krieger. Oh no! In Wahrheit finde ich es geil, auf den Enkeltrick reinzufallen und ich lasse es mit Absicht zu. Ich habe meinem Nachbar ins Gesicht geschissen. So, lustig. Ha, ha, ha. 0V8 ist die Vorwahl. Ist das Cengiz? Haben wir Cengiz als Stimme? Bruder, WTF. Ach, Kevilein, diesen Kaninchenmann mache ich dir easy first try, du Lappen. Liebe Grüße und spiel heute mal. Bitte nicht zu lang, sonst bekommst du noch quadratische Augen. Bruder, ich find's so wild, dass dieser Spruch so keinen Sinn macht, aber wir alle den Spruch kennen. Boss besiegst, Daddy. Ja, ich versuch's. Also check, was ich meine, dieses 4 GB Augen bekommen macht gar Hallo, keinen Baby. Sinn, aber wir alle kennen das. Manfred hat's mir heute wieder ordentlich besorgt. Okay. Nur leider ist deine Käsestange sehr klein. Würdest du mein Kleinehr mich mal ordentlich durchschrubben? LG Omi. Das macht mich fertig, weil ich höre da immer die Marmeladen-Oma raus, wenn ich das höre. Meine Glatze ist so glatt, weil ich sie mit Muschisaft massiere. Cengiz, bitte reiß dich zusammen, ausnahmsweise mal. Ich glaube, manchmal dauern die ein bisschen, bis die geladen sind, die einzelnen Dinger. Robert, ist das manchmal auch stuck einfach? Weil ich glaube, das ist jetzt gerade, dass es stuck ist, oder? Wenn ich skippe die und lade die nochmal neu später. Ich hasse meine Eltern ohne Spaß, diese dummen Hurensohne. Ich bin fucking 14 und die heulen rum, wenn ich eine Fuchsking Xanax nehme oder ab und zu Alk trinke. Was zum Fick ist falsch mit denen? Ohne Witz, ich wünschte, ich wäre in einer anderen Familie. Legendentweet. Papa, ja. Guck mal, da vorne ist Papa Platte. Darf ich ein Bild mit dem machen? Ajo, klar, mach mal, Muttern kommt eh nicht zurück. Soll er dich mitnehmen? Classic. Heute mache ich ein Selbstexperiment und fliege in den ersten Tower rein. Viel Erfolg. Wäre bei Selbstexperiment nicht Tomatolix der viel bessere Charakter gewesen? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Stegi macht keine Selbstexperimente, soweit ich weiß. Außer das große Selbstexperiment. Wie lange kann ich meine Community ausbeuten, ohne dass es auffällt? Ah, das mache ich auch schon seit 10 Jahren, actually. Hey Leute, ich werde natürlich wieder den Eye-Content abmelken, um mir bald mein Lamborghini in die Garage zu stellen. Shut the fuck up, Cockfight. Ich habe mir gerade wegen dir in die Hosen gekommen. Ey. Ich habe auch Kaka in Hose. Ich habe heute eine ganze Pulle Vita-Warte runtergegorgelt und mir danach meinen eigenen Hoden einklemmen lassen, weil ich ein echter Mann bin und keine Pussy. Ey, Oh ja, wie geil. Robin, kannst du ein bisschen Pause machen? Maul, Oma, lutsch mir den Lusttopfen wund. Kannst du ein bisschen Pause machen zwischen den Donations? Willst du einen Blowjob? Dann frag jemand anderes. Okay. Ey, ich habe schlechte Neuigkeiten für die Crackspy-Stimme. Also einmal, sie ist von Crackspy, das ist schon schlimm genug. Aber die hört sich ein bisschen an, also ich denke jedes Mal, dass es die Stimme ist von KuchenTV, Loki. Alexa, wie groß ist der durchschnittliche Penis? Der durchschnittliche Penis ist 13 cm lang. Also ist das bei dir noch weit entfernt. Digga. Alexa, wie groß ist der durchschnittliche Penis? Der durchschnittliche Penis ist 13 cm lang. Also ist das Robin, bei dir was noch hast weit du gemacht? Entfernt. Robin! Ich weiß noch, früher, als ich jung war, da haben wir so Seifenkissen aus so... Ja, halt mit Fenster und so aus Alufolie, aber halt nicht Alufolie, sondern die andere, wie heißt das? Ja, genau so, Fenster gemacht mit Klarsichtfolie und ja, so halt. Ey, ich finde die Oberstimme hört sich ein bisschen an wie Knossi, oder? Langsam wird mir Det alle zu viel, meine Hoden wurden eingeklemmt und währenddessen werden die Stimmen immer lauter und mein Penis härter, wenn ich die alte Drecksoma stöhnen höre. Oh ja, oh, die Stimmen werden lauter.
Jungs, what the fuck? Ach, scheiße, der Run war scheiße. Ich hab heute eine ganze Pulle Vita-Warte runtergegurgelt und mir danach meinen eigenen Hoden einklemmen lassen, weil ich ein echter Mann bin und keine Pussy. Robin, diese Donation hast du gerade nochmal abspielen lassen und die hatten wir. Die hatten wir hundertprozentig schon, Chef. Herzlich willkommen zum Chaos Let's Draw. Mal schauen, wann die Nachbarn klingeln. Oh. Hier fliegen brennende Papiere aus der Wohnung, Herr Meier. Oh, diese Jungs. What's going on here? Oder soll ich sagen, Instagram-Battle, hihihihi. Okay, du hast das Instagram-Battle gewonnen, Jan. Und jetzt bück dich, mein süßer Tschenko-Penko. Oh mein Gott. Bäh, Mädchen. Oh, diese Jungs. Oh, man. Jingo Bengo, Digga. Zu allem mal Fresse halten, Obunga. Film wirklich. Damage. Ich war gerade wieder am Rumschreien bei den Allerjutsteen. Aber habe gemerkt, dass ich mir viel lieber von dir in einem Boxkampf die Fresse polieren lassen würde. Ja, Mann, oh mein Gott. Aua. Vati, Vati, ich hab miesen Durchfalli. Bitte saug mir die Scheiße aus meinem Löchlein. Oh ja, Vati, scheiß mich volli. Ich musste Revi seinen ungewaschenen Pimmel lutschen, um in den Videos auf der Couch sitzen zu dürfen. Alexa, wer ist Zabek? Stark. Good one. Über Zabex habe ich keinen Eintrag. Zu irrelevant. Wie geht's euch? Valve seriously messed up the gunplay in Minecraft 2. But you can actually fix it yourself. Step 1. Sell your house and start gambling. You only can lose $3, but win millions. Ey, wir haben gerade AI-Donations an. Ich hoffe, euch geht's gut, Mann. Dave, absoluter Chef mal wieder. Ich liebe es, wie ihr euer Geld Kevin schenkt. Halt's Maul, Alde, gib das Geld lieber für Bier aus und lutsch mir den Riesenrostriemen. Danach geh in die Küche und mach das, wofür du geboren wurdest. Okay, Bro. Ich glaube, ich fahre gleich mal mein Ding aus. Überall Zeitungen, Nachrichten, YouTube. Die Prank Bros haben sich auf einem ihrer üblichen Videodrehs versehentlich vollständig zusammengenäht. Doch wie kam es zu diesem grausamen Vorfall? Ey Leute, mein Tesla riecht mittlerweile so heftig nach Wichse. Was mach ich da, Mann? Oh Mann, ey, Psychose. Das ist leid, was ich damals über Cottbus sagte. Cottbus ist Brandenburgs schönste Stadt. Ach du Scheiße. Ja, okay, Brandenburgs schönste Stadt, aber man muss dazu sagen, Brandenburg hat auch einfach nur hässliche Städte, leider. Also man muss wirklich sagen, ich komme zwar aus Brandenburg, aber man muss fairerweise sagen, wenn da nicht Berlin in der Mitte wäre, dann wäre Brandenburg wahrscheinlich das schlechteste Bundesland überhaupt. Und ich hatte mir immer in den Kopf gesetzt, ich will mal eine Schwangere ficken. Und da war ich mit Nina nicht zusammen. Aufgrund, weil ich mich einfach ausficken wollte. Und es musste auch einfach sein. Ich liebe diese Clip so sehr, what the fuck. Und es muss auch einfach sein. Ich find's einfach wild, wenn... Sommergewitter in meinem Kopf, hör die Stimmen in meinem Kopf, ich Butterfly Doors und einen Riesencock. Ich find's einfach wild, dass ein erwachsener Mann, aka Fly Uwe, einfach mal gesagt hat, er musste Hallo, sich ausficken. Hallo, mein kleiner Kevilein, ich hab deinem Onkel Yoshi gestern gesagt, er sollte dir mal frische Stofffetzen aus dem Internet suchen. Mit diesen 5 Euro geht es hoffentlich ganz schnell, dass du dich nicht mehr wie der 5-jährige Uwe kleidest. Danke, Mann. Danke, dass du den Enkel Yoshi geschickt hast. Der hat mir hier sehr gut geholfen. Machst du irgendwann einen Sabaton? Also nee. Wäre es okay. Also nur, wenn es für dich passt. Also nur, wenn es okay ist, wenn ich deinen Dickmannsaft aus deiner Kartusche sauge. Bauarbeiter. Oh, das ist nicht so schön. Half of them have shrimp shimai, and the other half has chili on them. Chili what? Shrimp shimai. Have you ever played rugby? Wenn der Subcount abgelaufen ist, leake ich live alle Dickpics, die ich die Lara geschickt habe. Oh, ich weiß nicht, ob die Welt die sehen will, Stiggy. Yo, Kevin. Ich habe in den letzten Jahren wegen fehlendem Selbstvertrauen immer vermieden, Mädchen auf Insta anzuschreiben. Jetzt ist da aber eine, die ich gerne kennenlernen würde, aber nicht weiß, wie ich sie anschreiben soll. Hast du oder mir bitte Tipps? Ey, mein bester Papi Latte, lass das Spielen sein. Du bist so rotz, das kann man sich nicht geben. Ansonsten finde ich... Ja, aber nur, wenn du mir dann einen bläst, mein Stegosaurus Rex. Okay. Ich finde, dass man so ein, hey, ich finde dich attraktiv, wie geht's dir oder so. Oder hey, du bist sehr hübsch oder so. Irgendwie sowas, dass man sowas bringen kann. Aber ich weiß nicht, ob es ein Insta-Ding ist, you know? Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, Bro. Laut meinem Chat pull ich nur Girls, weil ich rich bin. Es gibt da etwas, was sie noch wissen müssen. Ich habe meinen BH vergessen. Revi. Warum war da testing, Revi? Testing, can I speak English? I have shiny head. Tell him to bring out the whole ocean. Jo, meine YouTube-Freunde, heute zeige ich euch, wie man einem Bauarbeiter die Zähne raushaut. Oder der. Bitte mach es, ich kann das alles nicht mehr. Bitte erlöse mich. Wir enden kurz den Run.
Ey, am nervigsten ist diese erste Schrulle hier. Wirklich diese alte Schabracke, die fuckt mich so krank ab, ne? Die Kevin, noch ein negativer Satz über Sweet Home Brandenburg und insbesondere Weltstadt Cottbus und ich werde dir mit meinem fetten Cock die Fresse einschlagen, Allah. Digga, Weltstadt Cottbus, Bro, wirklich. Das ist okay, einfach ein Widerspruch in sich selbst. Danke, Dave, für die Erlaubnis. Du wirst es bereuen. Oh mein Gott. Hallo, Kevin, du geiler Hase. Haben wir jetzt Daves Stimme auch? Oh meiner Gott. Meiner gierigen Arschfotze dürstet es nach deinem warmen Fixsaft. Okay. Bitte hämmer mir deinen Prügel bis zum Anschlag rein und schlotz mich ordentlich voll. Ich ziehe demnächst in meine erste eigene Wohnung. Irgendwelche Tipps? Mach kein Trockeneis in die Badewanne, Bro. Vermieter hassen diesen Trick. Mit unseren Freunden in Amsterdam spielen wir meistens Kasch-Kasch, Stark. So ein Scheiß wie Facebook oder wie der Internet-Quatsch heißt nicht. Wenn ich auf die Straße gehe, rennen mir die Weibers freiwillig hinterher. Oh, wir kommen immer bis zwei Drittel, also beziehungsweise bis er noch ein Drittel hat. Der neue Stift behauptet, dich zu kennen. Muss wohl zu viele Blonde drin haben. Der faselt von dem Song oder sowas. Kennst du den? Der schimpft sich Alfons, Ansons, Tampon. Irgend sowas. Ich gehe jetzt erstmal spachteln und kippen. Ah. Ich habe keine Ahnung, was zum Fick diese Donation war, aber ich hol mir kurz ein Wasser-Chat. Was auch immer geht, ist halt einfach so auf Vlog zu sagen, hey, ich habe dein Profil gesehen, finde, du hast eine super Ausstrahlung und siehst super süß aus. Falls du Lust hättest, würde ich sehr gerne mit dir mal was trinken. Ficken geht auch. Erfolg kommt nicht von alleine. Du musst hart dafür arbeiten und an dich glauben. Also lass ich mich jetzt ficken. Ich schreibe den Alten immer, na Praline, brauchst du eine Füllung? Oh. Hallo, yo Chat, Meinung zu dem Lied bis zu ihr. Arsch. Papa, wie hast du Mama damals kennengelernt? Ich hab ihr einfach geschrieben, Schlampe, zeig mal Fickschlitz und nimmst du auch Pfandflaschen? Wirklich, ich finde, man checkt, wenn man mal, also ich als Kind habe halt sehr, sehr viel hab so Eis getrunken. Ich hab den Arbeitsverweigerer mal nach einem Namen gefragt. Anton soll der wohl heißen. Der babbelt mich jede Pause voll wegen Offline oder so. Der soll mir bleiben, wo der Zapfen tropft. Hat wohl den Arsch mit Buttermilch geschmiert. Oh. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Donation war, Bro. Ich habe als Kind so super viel Eistee getrunken. Aber wenn man einmal auf die Wave gekommen ist und mal so eine Woche oder zwei oder auch vielleicht mal einen Monat Wasser getrunken hat. Ich hau mir jetzt eine dicke Lunte an. Viel Erfolg, Chef. Okay. Rumatra kackt das Klo voll und spült dann nicht runter. So ist es auf der letzten LAN-Party mit Trimax und Chefs Kubel passiert. Chef hat das dann geleakt. Ein ganz normales Verhalten im Hause Welte. Mein lieber Schlingel, ich weiß, dass du heimlich meine Anleitungen auf TikTok anschaust. Du hast meine Erlaubnis, aber schau mir dabei in die Augen. Schatteninstruktor. Genau so. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist ja gar nicht Stegis Stream. Checkt ihr, dass Stegi diese AI auch haben wollte? Und dann meinte Robin so, ja, ich würde es voll gerne vorher kurz aufkorrekt. Ich hoffe, ich muss euch das nicht sagen, aber AfD ist keine Option. AfD ist die beste Option. Habe mich sehr ausführlich informiert. Dann informier dich mal bitte auch über coole Profilbilder, weil deins ist mega Arsch. Classic. Früher jeden Tag gesoffen, gekifft, Motorrad gefahren und heute interessiert sich die Jugend, wie das Wetter in 100 Jahren ist. Stegi hat gefragt, ob er diese AI halt auch haben kann, ne? Dann hat Robin so gesagt, ja, ich würde das voll gerne erstmal noch mit Kevin abklären auf korrekt. Und dann meinte Stegi so, er hat das mit mir schon abgeklärt und ich meinte, es ist okay. Digga, er hat einfach gelogen, Bro. Er hat einfach auf dreist einfach gelogen, dieser Hund. No joke. So frech. Wenn ich wieder einfach nichts sehe, Digga, und dann einfach mal predicten Papa, muss, wo das schwarze Humor? Siehst du den einarmigen Mann da drüben? Geh mal zu ihm und sag ihm, er soll klatschen. Aber Papa, ich bin doch blind. Exakt. Oh Mann. Doofen Schmerzfies, alleinerziehender Vater und Neonazi. Doch wie kam es zu all dem und was hat Phineas und Ferbs sexgeile Mutter damit zu tun? Das erklärt geile, geile Mistvieh. Erhalte durch das Hochladen drei bestehender Versicherungen einen Best-Choice-Gutschein im Wert von 45 Euro. Digga, Dave, Junge. Meine Tochter sagt letztens zu mir, Wada, ich will ein Handy. Sache ich gut, aber dafür musste mir ein kauen. Die Olle fängt an zu schmatzen und schreit mich an, dass mein Lümmel nach Scheiße schmeckt. Sache ich ja, dein Bruder wollte ein iPad, haha. Oh Mann, Jungs, bitte nicht. Hey Mann, mit dieser Wilbo-Stimme, Digga. Och Mann, Leute. Oh mein Gott. Kugelwilli, die Kugel will ich mir geben. Stetisch, es wird stetisch schlimmer. Guck, Daves Nachricht, was hat Dave geschrieben? Ich verkrafte das alles nicht mehr. Ich finde Daves Nachricht nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Wait. Hat Dave donated? Ja, ich habe Garmisch-Partenkirchen geschrieben. Ich check den nicht, den Gag. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt's daran, dass ich immer träume von daheim. Chat jetzt alle. Griechischer Wein. Schade, dass du am zweiten Tag rausgeflogen bist, aber Prost.
Stößchen, war aber geil mit dir 12 Tage zu saufen. Hat übelst gebockt. Die ersten Worte meines Sohnes. Wo warst du die letzten 20 Jahre? Oh man. Check the ass for Drake. Dominik hat gesagt, Elton ist der schlechteste Moderator der Welt. Meiner Tochter ist ein Riesenfan von dir. Mann, Leute. Das ist mir so unangenehm. Let the coochie breathe. Im heutigen YouTube-Video habe ich mir 3 Heliumballons an mein Glied gebunden und wir versuchen damit, so hoch es geht, in die Luft zu fliegen. Ach du Heini, lass mal deinen Webvideokram und hilf Opa mal beim Bingo. Ich weiß nicht warum, aber von allen Selbstexperiment-YouTube-Stimmen, die wir haben, ist Dave der Erste, der seinen Pimmel an Heliumballons ketten würde. Obwohl, könnte auch ein Tomatolix-Video sein. Ich hoffe, du hattest einen süßen Tag. Hör auf mit der Internet-Sprache, du Frechdachs. Opa, warum hast du eigentlich keine Lebensversicherung? Damit ihr wirklich traurig seid, wenn ich sterbe, ihr Lecher. Oh man. Ey, Mann, ich bin so ein Hurensohn. Papa, warum heißt meine Schwester Chanel? Weil deine Mutter das Parfüm liebt. Alles klar? Kein Problem, lieber Heroin. Oh nein, du Hurenknecht. Wie nennt man den Hirten, der seine Schafe schlägt? Mähdrescher, hahaha. Jetzt erstmal 8 rostige Nägel in der Kneipe in den Mastwanst kippen und dann ab zu den anonymen Alkoholikern. Später noch beim Zooparkplatz einen Wurstfach versiegeln, hehe. Willkommen zu Trade Up. Heute verkaufen wir zuvor gestohlene Säuglinge und versuchen so, dem Porsche näher zu kommen. Bro. Willkommen zum neuen Chaos Let's Draw. Heute zünden wir die Bude an, während unsere Nachbarn sich noch im Haus befinden. Oh. Oh, diese Jungs. Hey Chat, glaubt ihr, die Laras Mösenhaare sind auch grün? Bodenlos. Hey Kevi, hör doch auf, diese Spiele zu spielen. Guck mal unterm Tisch, wer da ist. Das ist niemand, what the fuck. So, hier der Run ist es. Und ich kann auch gut blasen. Hol mich bitte aus dem Keller. Oder der Mann steht legit da links vom Red Bull Kühlschrank, Bro. In diesem Teil der Porsche Trade-Up-Folge schauen wir, wie viel Geld man mit Samenspenden verdienen kann. Ich habe da als erstes an Papa Platte als Spender gedacht, da er regelmäßig 10-mal am Tag abmelkt. Sponsor dieser Folge ist die AfD. Bro, what the fuck, Digga. Digga. Einfach die AfD, Alter. Ich glaube, wenn eine Partei bei Dave ein Placement buchen würde, wäre es die FDP, Bro. Fotze, Muschi, Fotze, Muschi. Scheide, Schlitz, Papa Pussy. Und das Tierschutzgesetz in Deutschland ist als Gesetz zu dem Zweck erlassen worden. Pussy 0228 ist die Vorwahl. Oh, what the fuck? Was ist AfD? Ich kenne nur KFC. Heute wieder nur L-Takes Kevin. Nee, heute habe ich schon einen großen W auf Twitter gepostet. Versager, wer den nicht gefühlt hat, sag ich ehrlich. Dave's Statement zu dem. Samenspenden. Geht leider nicht, weil aus Samenspenden gezeugte Kinder ein Recht darauf haben, zu erfahren, wer ihr Erzeuger ist. Wollte in jeder Staffel spenden, aber kein Bock, in 20 Jahren irgendeinem Kind ins Gesicht zu gucken und dann zu erklären, dass ich es für einen Bruchteil eines Porsches gezeugt habe. Let's go. Ja! Let's go! Wait, Dave, du hast es nicht gemacht? Du hast es nicht gemacht, weil du keinen Bock hast, in 20 Jahren einem Kind ins Gesicht zu gucken und zu erklären, dass du das gemacht hast wegen einem Bruchteil eines Porsches. Digga, imagine, Bro. Tut mir leid, aber die Funktion Füße ablecken ist mir nicht einprogrammiert. Okay. Oh, ach, du beschissenes Kackteil, du lernst gleich fliegen, da will mein Eimer nach der Maloche abschalten, aber nein. Das Rotzding macht mir nur Stress, Alter. Ist wirklich wild, dass diese Wilbo-Stimme die most used ist einfach. Wo zum Fick geht's weiter? Ich würde der Marmeladenoma so gerne mal ihre saftige Marmeladenmöse ausschlabbern, Digga. Leute, die Marmeladenoma ist immer noch ein echter Mensch, die das vielleicht sehen könnte, Jungs. What the fuck? Du hast immer noch nicht unter den Tisch geguckt. Hast du Angst, was du sehen könntest? Wo ist das Quatsch? Oder willst du deinem Chat was verheimlichen, oder? Sollte ich lieber Mascha sagen. Jo, du Wechsel, kommst du gleich mit Rich and Greens? Oh, du hast den Boss ja geschafft, ist ja mega nice. Digga, Wikeser einfach, das war so eine wilde Zeit, Bruder. Ich muss dir jetzt mal was beichten. Ich lasse für 10% meines Gehalts jemand anderen deine Videos schneiden. So muss ich nicht arbeiten und kann den ganzen Tag CS2 zocken. Das würde mich wirklich nicht wundern, wenn das irgendwann rauskommt. Kevi, kommst du mich mal in Hagen besuchen? Ich würde mich sehr freuen, deinen Lümmel mal wieder zu genießen. Das ist ein bisschen komisch, Bro. Meine Großtante hieß Hilde. Das ist ein bisschen komisch und die ist tot. Danke für die 3. Hey Leute, bei den nächsten 100 Subgifts lutsche ich meinen eigenen Piephahn und rasiere mir eine Glatze on stream. Digga, jemand hat vorgeschlagen beim vorletzten Stopp der Edeltalk-Tour, dass wir jemandem auf der Bühne die Haare rasieren sollen. Haben wir aber nicht gemacht, Digga. Habe ich nicht dran gedacht.